besuche ich mich. Hoffentlich bin ich zu Hause. Das sagt Kalt Valentin. Dieser Satz passt für mich hinein in diese Zeit der Kontaktsperre des Homeoffice. Morgen besuche ich mich, hoffentlich bin ich zu Hause. Für das Zuhause möchte ich Ihnen als Leiter des Gesprächskreises Literatur der Bonifatiuskirche Buchtipps mitgeben. Nehmen Sie doch in dieser Zeit mal wieder ein Buch in die Hand. Lesen hilft in dieser Zeit. Ich gebe Ihnen diese Buchtipps in drei Rationen, wenn man so sagen will. Heute, nächste Woche in der Karwoche und in der Osterwoche jeweils die nächsten. Das sind Bücher, nicht frisch aus der Druckpresse, aber Bücher, die mich ganz persönlich bewegt haben. Das sind ganz persönliche Tipps, die ich Ihnen gebe. Das sind immer drei Bücher, die zu einem Thema und ein Tipp auf andere Gedanken zu kommen. Literatur an der Bonifatiuskirche, da bietet sich natürlich die Gottesfrage an. Die Gottesfrage wird am schärfsten gestellt in der Bibel selbst, im Buch Hiob. Josef Roth greift das auf. Er transponiert in seinem Hiob die Geschichte in die Zeit um den Ersten Weltkrieg. Sie spielt in alten Russland und in den USA. Mendel Singer, ein armer jüdischer Lehrer, der mit seiner Frau Deborah und seinen zwei Söhnen und seiner Tochter ein einfaches, kärgliches Leben führt, ohne Höhen und Tiefen. Das geht erst dann durcheinander, als das vierte Kind kommt. Menuchim, behindert, kann ich reden, kann ich laufen. Und auch die älteren Kinder entgleiten ihm. Um das Abrutschen seiner Tochter zu verhindern, nimmt er das Angebot seines ältesten Sohnes, der vom russischen Militär geflohen in den USA zu Wohlstand gelangt ist. Er geht mit Deborah und der Tochter in die USA. Der zweite Sohn ist im russischen Militär untergegangen und das behinderte Kind muss er zurücklassen. In den USA läuft es erst gut, doch dann geht es Schlag auf Schlag. Zuletzt als unbequemer Gast geduldet im Hinterzimmer einer Musikalienhandlung schwört er von seinem Glauben an, der ihn bisher getragen hat. Er will gar seine Gebetsriemen verbrennen als äußerstes Zeichen der Abwendung. Eine Melodie und eine Begegnung führen ihn wieder in den Frieden. Josef Roth, Hiob. Franz Werfel, wie Josef Roth, ein Wanderer zwischen den Welten Judentum und Katholizismus, beschreibt in seinem Buch Der veruntreute Himmel die Geschichte der Magd Theta. Ein schlichtes Gemüt, arbeitsam, legt jeden Pfennig beiseite, um ihren Neffen zu unterstützen, der noch auf dem Weg zum Priestertum ist. Denn der soll doch dann für sie beten, damit sie einen Platz im Himmel hat. Alles tut sie für dieses Ziel. Als sie entdeckt, dass ihr Neffe sie betrogen hat, sich auf ihre Kosten ein Lotterleben gönnt, verfällt sie in eine Starre. Sie kann nicht mehr glauben. Ihr Glaube ist zutiefst erschüttert. Dieser Glaube an den Himmel, der ihr doch gegeben werden soll. Sie will Buße tun und schließt sich einer Wallfahrt nach Rom an. In Gesprächen mit einem Kaplan kann sie langsam dann doch wieder einen neuen, wirklichen Glauben entwickeln. Wichtig in diesem Buch ist auch, dass das Ganze vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus und der Zeit
nach dem Anschluss Österreichs spielt, weil das verwebt Werfel mit der persönlichen Geschichte von Täter. Franz Werfel, der veruntreute Himmel. Von einer ganz anderen Seite her nähert sich Albert Camus diesem Thema. Camus, Atheist, beschreibt in seinem Buch Die Pest, wie die Seuche in einer Stadt im französischen Algerien, in Oran, in den 40er Jahren wütet. Die zwei Protagonisten sind eben die Gegenpole in seinem Buch. Der Arzt Rieu, Atheist, Kämpfer gegen die Absurdität dieser Seuche, er überlebt. Und Pater Barnelou, der in einem ganz reaktionären, traditionalistischen, katholischen Denken verhaftet ist und nur die Strafe Gottes sieht und Buße fordert, er stirbt an der Pest. Albert Camus, Die Pest.